Khaled al-Masri is a German citizen, a father of six whom the CIA kidnapped by mistake in 2003, then sent off to receive months of torture in Afghanistan. When they realized he was innocent, he was flown to Albania and dumped on a back road without so much as an apology. Al-Masri's futile attempts at receiving justice in the U.S. are well known, but the classified diplomatic cables recently released by WikiLeaks show that the U.S. also warned German authorities not to allow a local investigation into his kidnapping. The closest he's come to justice is an arrest warrant for 13 CIA agents issued by prosecutors in Spain, a country the agents entered on forged passports. In this video, originally part of the Witness.org documentary Outlawed, Al-Masri relates his experiences. Also die ganze Zeit lag ich wie eine Mumie aufs Bett. Ich durfte mich nicht frei bewegen, selbst wenn ich auf Toilette muss. Die Vorhänge waren immer zu. Das war für mich wirklich anstrengend. Und je länger die Zeit geworden ist, habe ich immer ein bisschen mehr Angst bekommen. Weil ich könnte das nicht verstehen. Warum halten Sie mich so lang und warum weigern Sie mir Kontakt zu meiner Familie oder zur deutschen Botschaft oder einen Dolmetscher zu bringen? Nach ungefähr 7 Tagen ist einem Assistent in den Raum gekommen. Ich habe ihn gefragt, und was ist das? Dann hat er mir gesagt, ich soll sagen, ich sei von Al-Qaida. Dann darf ich mich in Skopje nicht mehr aufhalten. Dann werden sie mich im Flugzeug absetzen und nach Deutschland abschieben. Ich habe abgelehnt. Er hat immer wieder versucht, mich davon zu überzeugen. Ich habe ihm gesagt, er kann mich abschieben, ohne dass ich sage, es sei von Al-Qaida. Ich bin nicht von Al-Qaida. Ich mir ganz kurz so in dem Kopf, weil man könnte in diesem Moment nicht denken oder sich vorstellen, weil es war man ein bisschen so sprachlos, so schockiert. Plötzlich wurde ich so reingebracht und dann Schläge von allen Seiten und der Hand nach oben gedreht. Und dann hat man mit scharfen Gegenständen die Kleider vom Leib runtergerissen. Ich war richtig schockiert. Und als die mir die Augen frei gemacht haben, habe ich gesehen, dass die Männer dort alle in schwarz gekleidet waren, schwarze Handschuhe, schwarze Masken und kein Wort haben die gesagt. Irgendwie ist mir ein bisschen so in den Kopf gekommen, die Bilder von Guantanamo. Und ganz besonders, nachdem die mir die Hände nach hinten und dann der Sack über den Kopf und das Ganze, ich wurde halt so zusammengeschlagen und ich wurde schwer gedemütigt und erniedrigt. Über Einzelheiten möchte ich nicht sprechen, es belastet mich sehr. Ich wurde dann in die Zelle gebracht. Am nächsten Tag wurde ich von einem vermummten Libanese, auch alles in Schwarz, vernommen mit so südlibanesischer Akzent. Und in dem Raum standen auch 6 oder 7 vermummte Männer, auch alles in Schwarz. Und er hat mich angeschrien und gesagt, du bist hier in einem Land, wo keine Gesetze gibt.
Weißt du, was das heißt? Wir können dich hier 20 Jahre sperren oder dich begraben. Niemand weiß von dir was. We do not condone torture. I have never ordered torture. I will never order torture. The values of this country are such that torture is not a part of our soul. Die ersten Monate waren für mich sehr schwer und für ich machte mir sehr viel Sorge um die Familie, weil meine Frau kennt sich hier nicht aus und die Kinder sind ganz klein. Und sie gingen mir nicht durch den Kopf die ganze Zeit. Wenn man nur in der Zelle sitzt, von dem Dreck und eng und nicht drehen, allein von der Situation hier in diese Zellen, wird man verrückt. Und dann hat er versucht, der Gefängnisleiter mit mir so ein bisschen freundlich zu sprechen. Und dann hat er mir gesagt, ja, warum ich den Hungerstreik mache. Ich habe ihm erzählt, er darf zwischen vier wählen. Entweder lässt er mich sofort frei, oder ich hungere mich zum Tode, oder er stellt mich vor amerikanische Gericht, oder dass ich mit einem von der deutschen Behörde sprechen kann. Dann hat er gesagt, darüber kann ich mich nicht entscheiden. Ich würde es nach Washington weiterleiten. Er war auch wütend. Und dann hat er gesagt, wir sind hier alle Zeuge. Ich werde nach Washington schreiben und ihr erklären, was mit dir los ist. Und ich glaube nicht, dass du Terrorist bist und du gehörst nicht hierher. International law allows a state to detain enemy combatants for the duration of hostilities. The U.S. does not seek to hold anyone for a period beyond what is necessary to evaluate the intelligence or other evidence against them, prevent further acts of terrorism, or hold them for legal proceedings. The rendition program run by the Central Intelligence Agency has been the single most effective counterterrorism program the United States has ever run. I think it would be viewed that way across the Western world had it not been for the last step in the rendition process, which is where these people are taken for incarceration. Had we been smart enough early on to take this, to take these people to the United States and treat them under whatever legal obligations we have, both in this country and to the international community, I think the rendition program would be viewed as it should be, as a huge success. Dann eingehalten, haben die mich rausgeholt, hat mich in bestimmte Richtung so gedreht, hat mir die Hände frei gemacht und der Augenbinder weg. Und der war vermummt. Und hat mir gezeigt, ich soll diese Fahrt gehen, nicht nach hinten schauen. Es war verlassener Ort im Wald, so zwischen Gebirge, und es war dunkel in der Nacht. Und in diesem Moment habe ich gedacht, genau das, was ich befürchtet habe. Ich habe gedacht, jetzt wollen die mich laufen lassen, ein paar Schritte, und jetzt erschießen sie mich von hinten in diesem verlassenen Ort. Ich habe Ihnen erzählt, was mit mir passiert ist.
Ich habe Ihnen auch Bilder im Internet von Guantanamo gezeigt. Mein Leben hat sich in jedem Hinsicht geändert. Ich bin wirklich nicht mehr die Person, was früher war. So errichtet man ja einen internationalen Diktatorstaat. Länder werden besetzt, Völker werden ermordet, darüber dürfen sie nicht sprechen. Staatgeheimnis. Sie zertreten die Freiheit und die Gerechtigkeit, die Werte, Moral mit den Füßen und schweigen müssen sie auch. Sonst gefährden sie die internationale und die nationale Sicherheit. Ist das ein Argument? Ich werde weiterkämpfen an diesem Fall, bis wirklich entweder klaren Sieg oder ich sterbe dafür. Für Moral, für Prinzip und für Werte. Das darf nicht so weitergehen.